Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, heute mal mit Brille, weil ich eben noch gestreamt habe und ich hatte ungefähr, keine Ahnung, 13 Stunden, 14 Stunden die Kontaktlinsen angehabt. Und irgendwann, wenn die trocken, dann brennen die im Auge. Bisschen mal auf Streber-Style unterwegs und ja, wir haben neue SBCs bekommen und wenn neue SBC am Start sind, dann ja, bin ich auch am Start für ein Experiment. Team of the Week Upgrade SBCs kosten um die 20.000 Münzen. Ist eigentlich in Ordnung, die haben jetzt sozusagen dieselbe SBC nochmal rausgebracht, ohne die Voraussetzung mit den Impfformen. Können wir vorstellen, dass morgen vielleicht nochmal was kommt, wo das Ganze nochmal tauschbar rauskommt und dann ein Impfform auch noch gefordert wird. Ansonsten haben wir auch nochmal ja, zwei neue SBCs und wieder ein Spieler von einer Mannschaft ja, auf dem letzten Platz. Ein Punkt, der dritte hat 5 Punkte und es gibt nur noch 2 Spieler, also nicht unmöglich, aber für 140.000 Münzen. Diese Karte mit wahrscheinlich kein Upgrade mehr. Ah, ein bisschen unnötig, finde ich. Ich weiß nicht, warum man immer jemanden holt, der auf dem letzten Platz ist. Und auch hier, das finde ich ein bisschen zu teuer für 240.000. Kann natürlich jeder selber wissen. Sind natürlich mit Favoriten Paris und Man City. Aber bis die mal gut upgraded sind, dauert es auch noch einigermaßen. Und keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich nicht 240.000 Münzen hier reinstecken. Gut, dann würde ich sagen, genug gequatscht. 10 Team of the Week SBC Packs habe ich am Start für euch und noch ein paar kleine Packs, die können wir auch noch vielleicht aufmachen. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Packluck haben und ja, Weekend League 9-1, ja, dank Dibu habe ich jetzt eine neue Taktik, werden heute wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, weiter Weekend League streamen, die nächsten 10 Spiele aus dem S-Pack, leider kein, ja, Impfform gezogen, vielleicht werde ich euch sogar ein paar Packs von Abonnenten reinschneiden, da haben wir auch einige geöffnet, ja, Mitrovic, 82 Rating, nicht der allerbeste Spieler. So, Freunde, 9 Packs haben wir noch. Also, hier gilt auch dasselbe wie beim letzten Mal. Ein Bombenspieler kann alles rausreißen. Ja, alle Team of the Week sind drin. Von 75 bis Messi ist möglich. Ja, der nächste Nicht-Walkout-Spieler ist am Start von der MLS. Und es ist 82er Lodero, wenigstens 82 Rating. Da kann man den vielleicht noch früher oder später in eine SPC abgeben. So, Freunde, der nächste in Form sollte mal jetzt langsam ein Walkout sein. Ey, come on. Mach es ein bisschen schmackhaft für die Zuschauer von mir, damit die das auch machen. Come on, man. Du kannst doch nicht immer kein Walkout hier raus haben. Stell dir mal vor, Walkout Argentinien. Ja, und dann kommt da wahrscheinlich kein Messi raus. 82er von der Serie ist okay. Geht aber besser. So, Freunde, der nächste Impfform-Spieler, der jetzt ein Walkout ist, EA. Come on! Nein, come on, 4 Packs. Keinen Walkout. Wie gesagt, 20.000 Münzen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Pro Pack kostet uns das. Bis jetzt. Okay, Spieler, aber ja, kein Spieler, den man wirklich gebrauchen kann bis jetzt. So, 5. Pack. Please, lass uns ein bisschen schwitzen. Nur ein bisschen schwitzen. Yay, Sports. Come on, ey. Okay, langsam werde ich ein bisschen wütend. Weil der 5. Spieler, der jetzt kein Walkout ist, das Chivel. Creswell. Okay, der andere Welttyp. Aber come on, eigentlich muss da doch jetzt langsam mal der erste Walkout rauskommen. Weil ich glaube, wir haben jetzt nur noch 5 Packs. Ne? 5 Informs haben wir noch. Ja. 5 Impfungs, wie gesagt, ist es auch hier auf dem Patreon-Account, nicht auf dem RTG-Account. Sehr, sehr wichtig zu wissen, weil so ein Experiment kannst du nur auf dem Patreon-Account machen. Ihr seht, das wäre jetzt schon 120.000 ja, weggeschmissen. Wie gesagt, es kann natürlich mit einem Spieler alles wieder gut gemacht werden. Wir haben jetzt noch 4 Packs. Wenn am Ende ja, Messi rauskommt, Nangolan, keine Ahnung, irgendein Spieler ein bisschen was wert ist, ist es in Ordnung. Frankreich, Spanien, gibt es da jemand Gutes? Marcos Alonso, 84 Rating. Für den SBC nicht schlecht, spielbar leider nicht. Schauen wir mal, wie viel der wert ist. Der erste Walkout und er ist da 17, 16k wert, also auch nicht wirklich viel rausgeholt. Jetzt haben wir noch 3 Packs, meine Freunde. Come on. Einen guten Spieler. Frankreich, Argentinien, wenn ein Walkout kommt, wäre nice. No Walkout again. Ich erwarte jetzt eigentlich gefühlt gar nichts. Was ist das denn für eine Flagge? Eieieiei, was ist das? Das muss ich mir mal anschauen. 78er Ramani. Er kommt aus
Kosovo. Okay. Zwei Packs haben wir noch, Jungs. Und dann ist unser Experiment diesmal leider gescheitert. 10 Inform-Packs, 200.000 Münzen. Gefühlt rausgeschmissen. Okay. Also ihr seht, 9 Packs, 8-mal kein Walkout. Das ist schon... Kann man ja schon sagen, es ist Abzocke. Außer jetzt natürlich im letzten Pack kommt jetzt Messi oder so. Come on. Letztes Pack, um alles rauszureißen für dieses Pack-Experiment. Falls es gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann mache ich das öfter. Euch gefällt ja sowas. Damit ihr sehen könnt, ja, wie schlecht das ist und wie viel Münzen man einfach rausschmeißen kann. Hermann ist das, ne? Krass, Jungs. Wir haben einen Walkout bekommen und da war... 84 Rating, also das ist schon ziemlich Katastrophe. Ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall noch die guten Packs auf. Vielleicht sehen wir hier nochmal ein Walkout. Ansonsten schaue ich vielleicht von den anderen Abonnenten, die auch die Inform-Packs auch aufgemacht haben, auch noch hier rein, damit ihr seht, wie gut die sind. So, machen wir ein seltenes gemischtes Spielerset auf. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze, alle selten. Das sieht doch gut aus, Jungs. Das sieht nach einem Walkout aus, Jungs. Kane? Harry Kane, okay. Nicht schlecht, ist leider nicht mehr so viel wert, aber 89 Rating nimmt man natürlich mit. So, Freunde, haben wir, ja, dann machen wir noch ein letztes Pack hier auf, dass das hier, das ist der UCL-Spieler-Pack. Wenn da jetzt nichts drin ist, Freunde, dann kann ich auch nichts machen. Mein Bestes gegeben. No Walkout, man. Ach, come on. Wer ist das denn? Ach, Götze oder was? Gut, Freunde, also, da aus den ganzen Packs leider nichts Gutes rausgekommen ist, würde ich sagen, schneide ich euch wahrscheinlich ein paar Info-Packs von meinen Abonnenten noch mit rein. Dann seht ihr, ja, wie hoch die Quote ist, was Gutes zu ziehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Pack-Experimente können nicht immer gut ausfallen. Aber ich glaube, ihr feiert das. Schreibt mir in den Kommentarbereich, ob ihr das feiert. Dann würde ich es natürlich öfters bringen. Ja, dann würde ich sagen, bin ich schon mal raus. Wir sehen uns heute Abend wieder zu dem nächsten Weekly Rage-Stream. Und dann habt noch einen schönen Samstag. Kuss geht raus. Bis dann. Komm, viel Glück, Bruder. Viel Glück. So, Pelé, hoffentlich. Oh. Hoffentlich viel Pelé oder sowas. Oh, Mann. Brasilien wäre gut, ne? Ich glaube, Brasilien. Ja, das wäre nice. Komm. Alter. England. Oh, Alter. England, bitte Ferdinand. Bitte Ferdinand. Bitte nicht unten. Bitte Ferdinand. Oh, Campbell, okay. Obwohl, der geht doch noch. Der geht noch. Ja. Ja. Den hast du. Ist okay. Campbell. Ah, okay. Campbell. Ja, ja. Besser, okay. Letztes. Bauen wir offen. Go. Let's go. Come on. Let's Polly, let's Polly. Let's go, Chef! Schade, Mann. Ja, gut, guter Versuch. Mach mal Nummer 3. Komm. Nummer 3, komm. Nosepack. Nosepack, Jungs, Nosepack. Sind wir gespannt. Es sind alle, ne? Von allen Wochen. Alle ja. Drin, ne? Also schwierig was zu ziehen, ne? Das ist echt schwierig, was zu ziehen, aber krass, dass du den Bräunen schon gezogen hast. Oh, Alter, stell mal vor, also, gibt's ja keinen Ronaldo. Mann. Nani ist das 83er. Okay, oder hat er 83? Immerhin, bisschen ja. Rating. Okay, immerhin. Die goldene Mitte, Jungs, komm. Payne's FIFA? Ja, okay, dann schick mal, der Jack Mac. Das wird was, Walkout auf Ansage. Auf Ansage, Jungs. Oh, Ericsson oder was? Ne, wer ist das denn? Ah, Delaney. Oh, Delaney, ja. Like. Auch nicht schlecht, Diggi. Oha! Nur ist nicht schlecht. Der ist auch ein bisschen was wert, oder nicht? Nicht schlecht. Delaney kann man auch spielen, also. Bis jetzt okay gewesen. Okay, ist 60, 70 so. Hoffentlich kommt da noch was Heftiges raus aus den beiden Packs. Einen guten Spieler noch. Mbappé habe ich gehört. Oh, ja. Der nächste, Digga, was? Komm. Nein, die Baller! Nein, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe an Messi gedacht, Bruder. Nein, Messi ist ja gar nicht drin. Ist er nicht drin? Erzählt diese Woche nicht, eins, oder was? Nur eins. Ah, okay, ich wusste das gar nicht. Schraubschlüsselpack. Schraubschlüsselpack, Jungs, okay. Let's go, Mann. Schraubschlüsselpack. Also, 3 Walkouts werden krass, Digga. Ah. Die Jinx, ey, leider. Ah, miese. Nee, das ist auch nicht so gut. Ein Walkout ziehen jetzt hier raus. Komm, Alter, ein Walkout hast du gesagt, bist du zufrieden. Ja. Komm schon, Jungs. Mit Klatze behältst du einen kühlen Kopf. Zwar in die Kuh, heißt es. Komm, Mann! Nein! Oh, Mann, wen gibt's da noch? Smalling ist das oder was? Nee, nicht mal. Ja.
wird abgegeben. Ja, sorry, Bruder. Da kam ja echt nichts. 500 Euro hast du reingebuttert. Ja, okay. Das ist natürlich, ja, nicht wenig. Aber trotzdem krasses Team, Mann. Okay, hoffentlich Walkout, hoffentlich Walkout. Ah, schade, Mann. Oh, Brasilien Walkout wäre krass gewesen. Ja, das ist ja... Was ist das denn? Ja, okay. Nicht auskrassen, wenn du mal hinten liegst. Aber das Ding ist, ich habe jetzt auch einen Plan, Digga. Vorher hatte ich keinen Plan gehabt und habe einfach kopflos gespielt und dadurch bin ich auch noch mehr ausgerastet, weil ich keinen Plan hatte und nicht wusste, was ich machen soll. Jetzt habe ich einen Plan, jetzt kann ich bestimmt ruhiger bleiben. Haji, Kappa. Alter, der Arme, komm, gib mal ein, zwei Walkouts, EA, komm. Ja, kann man auch machen. Komm, EA, komm, ein Walkout muss da bin. Nicht nur einer. Komm, zwei Walkouts noch aus den. Zwei Walkouts noch, komm. Ah, come on, man. Zu krass. Wieder Brasilien. Walkout Brasilien wäre schon geil. Ah, come on. Ja, aber ich werde das auch noch irgendwann lernen, Jungs. Irgendwann werde ich das auch noch lernen. Komm, come on, EA, come on, please. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ey, was? Das gibt's nicht. Luzano vielleicht? Ne, wer ist das denn? Please, come on. Ein Walkout, Jungs. Ein verdammten Walkout muss doch drin sein hier. Come on, come on, come on. Digga. 5 Inform-Packs, kein Walkout, man. Nicht so, trotzdem für mich einer der besten Spieler, die ich gespielt habe. Sogar immer noch der Beste. Ich finde ihn immer noch, glaube ich, einen Ticken besser als Neymar. Also für mich immer noch der beste Spieler, den ich gespielt habe, Messi. Für mich persönlich. Kann ja jeder anders sehen, aber... Für mich persönlich... Oh, Walkout, Jungs, Walkout. Oh, wen gibt's da? Wen gibt's da? Sterling? Kane ist das, glaube ich. Ne, ach, come on, man. Abraham, Alter. Schmutzspieler eigentlich. Wie ich schon gesagt habe, es gibt sehr viele SBC-Spieler wie Jimenez, wie Felipe, wie die Außenverteidiger wie, warte. Ah, schade, Sergio Roberto, Kolarov. Das sind so Spieler, die steigen immer, Digga. Wenn, egal, was in SBC kommt, die werden immer Minimum irgendwie also für 100% steigen. Egal, was von der SBC kommt. Das sind so typische SBC-Spieler, wenn ihr die günstig bekommt, immer mitnehmen eigentlich. Ich glaube, dein letztes Video könnt ihr euch einfach angucken. Next wegen Apo Red im Kopf. Wie ist so, Digga? So viel Apo ARD geguckt. Wenn du jetzt hier in den Walkout ziehst, Digga. Ah, wäre ich da reingekommen. Wir kommen hier raus. Eto, Digga. Stell mal vor, Eto, Alter. Ah. Boah, ich bin so am Arsch, Jungs. Ich bin ehrlich mit euch. 6 Stunden, ich bin schon am Arsch. Ja, wir machen noch die letzten Packs hier auf. Komm, Walkout jetzt. Oha, oha, Jungs, oha. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. LM. Und dann wäre vorbei, Jungs. Dann wäre vorbei, LM. 4 Uhr. Was macht ihr, Jungs? Geht mal schlafen, Alter. Was macht ihr? Heusers, Digga. Steven. Stream halt Allstars. Justin, Digga. Was macht ihr? Geht mal schlafen. Oh, back-to-back Walkout, Jungs. Nochmal Frankreich. Oh, oh, oh. Pogba? Ne, wen gibt's da? Ah, gibt's... Ah, Doucouré, Digga. Scheiße, Mann. Nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wer The Zone braucht. Ja? Für einen Monat kostenlos. Unten in der Videobeschreibung. Link mal abchecken. Könnt ihr The Zone mal abchecken. Für einen Monat kostenlos. Digga, geht pennen, Jungs. Warum seid ihr so lange noch am Start? Es geht ja um nichts mehr hier. Oder wollt ihr hier unbedingt den Messi aus dem Pack sehen? Oha, wie viel Frankreich kriegt der denn, Jungs? Frankreich, aber kein Mbappé oder Griezmann oder sowas, ey. Das sieht aus wie eine Frau, der Tatgore. Ja, ja, das ist der, genau der ist das. Das ist der Tatgore, der ist aber korrekt eigentlich. Das ist voll lustig. Komm jetzt, Walkout. Komm, 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 EA. Oh mein Gott, Digga. Wer ist das denn? Ah, IOC Perez. Alter, machst du Thumbnails selber? Sag mal den Fan-Soccer Group, der welche macht. Den heutigen hat er auch mir gemacht, Digga. Richtig geil eigentlich. Und dem aktuellen Team of the Week steht auch da. 1 bis 8 und dem aktuellen. Das heißt, Messi ist möglich, Jungs. Messi kann hier rauskommen. Komm jetzt, EA. Come on jetzt, EA. Argentinien. Oh, wer kann das sein? Wer ist das denn? Och nee, was ein Müll, Jungs. Ah, das ist Katastrophe, Backwein.